Mit dem kleinen UWF-1 Wireless LAN Adapter binden Sie Ihren Netzwerkreceiver der Serie 9 per WLAN in Ihr Netzwerk ein. Stecken Sie das UWF-1 in die USB-Buchse Ihres Receivers. Gegebenenfalls wechseln Sie jetzt von Hand auf den USB-Eingang. Der Receiver erkennt den WLAN-Adapter und bietet Ihnen ein Menü zur Konfiguration an. Konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen am Gerätedisplay oder mit Hilfe des komfortablen On-Screen-Displays an Ihrem Fernseher. Das Setup bietet Ihnen die Wahl zwischen automatischer und manueller Einrichtung. Die manuelle Einrichtung wird die am häufigsten anzutreffende Variante sein. Wählen Sie manuelle Einstellung, zeigt Ihnen die nächste Seite die gefundenen WLAN-Netze. Wählen Sie hier Ihr Funknetzwerk aus. Wird die Verschlüsselungsmethode des Netzwerkes wie in unserem Beispiel nicht automatisch erkannt, können Sie diese hier ebenfalls einstellen. Über den Menüpunkt Taste erreichen Sie eine Seite zur Eingabe Ihres WLAN-Passworts. Mit der Shift-Taste wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und zwischen Ziffern und Sonderzeichen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK in diesem und dem nächsten Dialog. Wurde die Verbindung erfolgreich eingerichtet, erscheint eine Statusseite mit Details. Abhängig von Ihrer WLAN-Hardware unterstützt der UWF-1-Adapter auch die automatische WLAN-Einrichtung per Push-Button oder PIN-Eingabe. Ob Ihre WLAN-Hardware diese WPS-Funktion unterstützt, entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Point. Übrigens, Ihre Konfiguration wird auf dem UWF-1 gespeichert und geht nicht verloren, wenn Sie den Adapter vom USB-Anschluss trennen. Sie können diesen weiterhin zur Musikwiedergabe nutzen.